grüß euch gut und habe die Ehre. Schön, dass seid alle wieder da seid. Ruckt's ein wenig zusammen, dann erzähle ich euch was von einem besonders ekelhaften Geist. Am Grauskopferten von Eichstätt. Im 14. Jahrhundert ist in Eichstätt die Willibaldsburg erbaut worden. Ein gewaltiger Bau, der hoch über der Altmühl direkt an der Kante vom Berg steht. Und etliche Leute behaupten, dass dort der Geist umgeht. Wenn's nämlich in der Nacht durchs große Haupttor durchgehst, nachher kann's da passieren, dass du unvermittelt ein Drumwatschen kriegst. Wer wann der Epper, dass ihm nix so nicht gelungen hat. Die meisten Leute, denen das passiert ist, haben sich danach ihr Leben lang gewundert, woher die Schein gekommen ist, weil keiner davor irgendwas gehört und kaum einer irgendwas gesehen hat. Die Leute wissen dann bloß, dass der Geist von der Willibaldsburg im wahrsten Sinn des Wortes wieder zugeschlagen hat. Der Großkopfer, die hat wieder zugehaut, heißt's dann. Es gibt nämlich welche, denen der Geist leibhaftig begegnet ist, nachdem sie dort der Watschen kassiert haben. Und die beschreiben das Gespenst als einen ganz ekelhaften Zeitgenossen. Ein Mann soll's sein. Nicht groß, vom Körper her. Aber ein Kopf hat er auf. Größer als wie der von einem Ochsen. Die Augen blutig. Und das Gesicht voller Adern. Und ich kann euch sagen, wer das ist, der da umeinander geistert und einen Geschwollschädel aufhat, wie ein Wasserbutten. Der Sackelmeister ist der Stadtkämmerer von Eichstätt. Dem ist nämlich damals was passiert, was sein ganzes Leben verändert hat und auch noch bis nach seinem Tod eine Wirkung zeugt. Früher ist nämlich öfter die wilde Jagd übers Altmühltal der Hitzung. Es wüt geuch, wenn man bei uns dazu sagt. Lauter greisliche Gestalten sind es. Geister, Hexen und Teufeln. Wahrscheinlich ist dies der Grund, weswegen die Willibaldsburg mit besonders starken Mauern und Bastionen ausgestattet haben. Weil es der wilden Jagd so oft hat standhalten müssen. Und einmal, wie man wieder gehört hat, dass das Wildgeuch gleich daherkommt, wie es im Nachbarort schon die Sturmglocken geläutet haben, da hat sich der siebengescheite Sackelmeister, der gerade in der Burg drin das Geld gezahlt hat, nimmer zurückhalten können. Vor lauter Neugier hat er sein Fenster aufgemacht und hat rausgeschaut. Kaum hat er die Nosen draußen gehabt, sind ihm schon die ganzen Ungeheuer um den Kopf umgeschwirrt. Truden und feurige Männer, Hexen mit Hähnerkrallen an die Hintern, Gorsbeck und Teufeln, denen ausgeschimpft haben. Und ein Reiter, der sein eigener Kopf unterm Arm getragen hat und auf einem Pferdl mit 6 Haxen dahergeritten ist. Vor Schreck hat der neugierige Mann seinen Kopf gleich wieder in sein Amtsstumm zurückgezogen. Aber da war's schon spät. Wer sie nämlich nicht rechtzeitig vorm Wildgeuch versteckt oder sie sogar drüber lustig macht, den trifft eine harte Strafe. Verwunschen haben sie, die bösartigen Gestalten. Haben ihm seinen Kopf so anschwollen lassen, dass er nimmer zu der Tür rausgekommen ist. Einen ganzen Rest von seinem Leben hat der Beamte da drin im Kammerl verbringen müssen und war natürlich als Gespött von ganz Eichstätt, weil ja jeder gewusst hat, woher er auf einmal den Geschwollschädel hat. Das hat den Mann so grantig gemacht, dass er sogar nach dem Tod keine Ruhe mehr gefunden hat.
Seitdem spuckt er da bei der Burg umeinander. Und jeder, den er heutzutage trifft, den lässt er seine Wut gespüren, indem er ihm ein Drum Schein gibt, wenn er bei der Nacht durchs Tor durchgeht. Drum passt's besser auf, wenn ihr mal in der Nacht in Eichstätt unterwegs seid. Also, servus, bis zu der nächsten Sitzwahl und schlaft's gut, heute Nacht.